Und damit herzlich willkommen bei Minecraft Island Death Stranding. So, wir sind hier auf einer einsamen Insel gespawnt. Wir haben hier nur ein Bäumchen. Das heißt, hier ringsrum ist ein bisschen Sand, aber man sieht, hier ringsrum ist nichts. Kein Land, gar nichts. Und wir werden versuchen, auf der Insel so viele Folgen wie möglich zu überleben. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich erstmal den Baum hier wegmachen. So. Mal gucken, wie lange das klappt. Ich habe ein paar Regeln festgelegt. Wir dürfen alle 10 Folgen oder alle 5 Folgen, würde ich sagen, für 5 Minuten an Land und gucken, ob wir da irgendwas finden. Länger dann nicht. Das heißt, wir müssen also 5 Folgen überleben, bevor wir an Land dürfen. Wird auf jeden Fall ein cooles Projekt, hoffe ich mal. So, ihr könnt den Kanal auch kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefällt. Hallo, Mama, lieber Mensch, hier, Dankeschön. So, dann machen wir das Ganze hier. Gehen wir da hin, machen wir uns erstmal eine Steinaxt, dann würde ich sagen, dafür brauchen wir aber erstmal Stein. So, hier ist irgendwo eine Kuh. Wo ist die Kuh? Hier ist irgendwo eine Kuh. Naja, egal. Wir müssen vor allem dann auch Weizen anpflanzen, weil hier gibt es halt nichts zu essen, keine Tiere, nichts. So. Bisschen Stein nehme ich mit. Ich bin echt mal gespannt, wie weit wir kommen. Ich muss sagen, ich habe sowas halt noch nie gemacht. Und ich hoffe, wir überleben lange. So, wenn ihr mehr Bock auf sowas habt, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. So, jetzt machen wir uns erstmal eine Steinaxt. Na komm. Wir haben auch kein Bone Meal und so, weil es hier wohl keine Mobs gibt. Das heißt, wir werden wohl warten müssen, bis die Bäume wieder gewachsen sind. So, aber hier war doch hier irgendwo eine Kuh. Sand. Die Erde können wir mitnehmen. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Erde mit, um uns einfach hochzubauen. So, ich hoffe, es leckt nicht zu arg mit dem Shader. Wenn nicht, mache ich ihn dann in der nächsten Folge auf jeden Fall raus. Die Erde. Na, können wir da hin machen. So. Nehmen wir den Baum mit. Sollte man auf jeden Fall brauchen. Weil wenn wir mal ab der 5. Folge an Land dürfen. Und das gilt dann halt nur, sobald wir echtes Land betreten haben. Weil wenn ich jetzt hier 10 Minuten mit dem Boot fahren muss, ist es ja dann unfair. Vielleicht schaffen wir es auch ohne an Land zu gehen, mal gucken. Oder irgendein Schiff kommt vorbei und rettet uns. Keine Ahnung. So, na komm. Alles abholzen, dass der Baum endlich decayt. Und wir ein paar Setzlinge rauskriegen. Das da unten holen wir gleich. So, na komm. Wir müssen echt aufpassen beim Essen, ey. Weil hier gibt es nämlich nichts an Essen. Außer das, was wir uns natürlich pflanzen. Wir dürfen nicht so arg sprinten und springen. Deswegen werden wir das Ganze hier ein bisschen gemütlich angehen lassen. So, wo sind denn noch Baumstämme? Okay, ich glaube, der decayt schon. Au, 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 scheiße. Nice, wir haben 4 Seeds. Oder Samen. Die pflanzen wir natürlich gleich mal an. Jedes Holz ist hier echt wertvoll. So, dann machen wir uns hier gleich mal eine Schaufel, würde ich sagen. Eine Schaufel. Zack, komm her. Und, so ging das, ne? Genau. Machen wir uns hier echt mal eine Schaufel. Und holzen das Ganze hier ein bisschen ab. Also die Erde, die brauchen wir unbedingt. Brauchen wir unbedingt Essen. Nice, 2 Weizen haben wir schon mal. Nice. Futter, Futter, Futter. Wir brauchen Futter. Nice, noch mehr Holz. Aber hier ist doch irgendwo eine blöde Kuh. Komm raus, du blöde Kuh. Wo ist die denn? Ich finde sie gerade nicht. Ja, moin. Wie gesagt, oh, wir haben schon 200 Hungerbalken verloren. Scheiße. Wie gesagt, ich hoffe, es leckt nicht allzu arg. Hier darf ich halt echt nicht sprinten.
Da muss man echt vorsichtig sein. Ja. Bisschen was an. Ja, da haben wir ja. Machen wir das am besten so. So. Weil Eisen haben wir ja auch nicht. Wir können uns nicht mal mehr Eimer herstellen. So und so. Dann pflanzen wir uns da jetzt erstmal unser Weizen an. So. Hobbygärtner, juhu, freue mich. Ich spiele das Ganze in der 1.12, ganz aus dem Grund, in der 1.14 funktioniert der Shader irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Ich habe es leider noch nicht hinbekommen. Ich meine, das sieht halt einfach schon mal geil aus mit Shader, ne? Da hinten ist eine Insel, da ist auch eine Insel. Dürfen wir aber erst ab der 5. Folge verlassen. Ich hoffe, wir überleben so lange, ey. So, der Baum da oben ist noch ein bisschen was. So. Wichtig ist jetzt natürlich erstmal fürs Essen zu sorgen. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, wie wir das Ganze erweitern können. Würde mich auf jeden Fall freuen, eure Kommentare zu lesen. Okay, shit. Nein, hoch. Blub. Ich kenne keinen Samen mehr. Na. Okay, 2 Stück. Das müsste jetzt eigentlich passen. Da und da. So. Nur warten, bis das alles fertig ist. So. Wo haben wir denn jetzt hier angefangen, unser Loch zu buddeln? Noch Steine, ja, 5 Steine können wir uns theoretisch sogar noch eine eine Spitzhacke, Mensch. Manchmal fällt einem das Wort nicht ein. So. Technischer Fortschritt. Dankeschön. Freue ich mich auch. Ich frage mich halt echt, wie tief das hier geht. Dann brauchen wir jetzt erstmal Kohle, ne? Ich weiß halt nicht, ob, wenn wir das Ganze ausleuchten, ob da Tiere spawnen. Wäre auf jeden Fall mega cool. So. Und vor allem, wie weit geht es hier runter? Weil irgendwann wird ja wohl Wasser kommen. Wo gibt es hier echt keine Kohle? Muss doch irgendwo scheiß Kohle geben. Ich hab keinen Bock, dass hier irgendein Monster oder so spawnen. Komm schon, hier muss es doch irgendwo Kohle geben. Kohle. Ich brauch die Kohle. Wie gesagt, ich sprinte nicht. Es braucht echt zu viel Essen. Und Essen ist echt rar momentan. So. Und ich hoffe, unser Weizen braucht nicht allzu lang. Ich habe keine Lust zu verhungern. Ich will mal hier lang buddeln. Scheiße, Mann, ich brauch Kohle. Kohle und Eisen. Hier bräuchte man dann aber eh keine Rüstung. Sondern eher Werkzeuge. Wir könnten aber auch einen Gang dann mit Glas auf irgendeine andere Insel machen. Aber das wäre dann auch dasselbe. Oder Kohle dabei. Ne? Da ist Sandstein. Ach du Scheiße. Ich sehe halt hier echt nichts. Ich muss die Helligkeit gerade mal ein bisschen höher stellen. Ja. Da sehe ich auch nichts. Ich muss mal ein bisschen Licht reinlassen. Wenn wir keine Kohle hier haben. Na komm. Alter, man sieht einfach nichts, ne? Es wird jetzt langsam nämlich auch dunkel. Hoffentlich spawnen hier keine Viecher. So. Ich werde gucken, so 10 bis 15 Minuten jeden Tag aufnehmen zu können. Ich brauche Kohle. Da ist Kohle. Oh, nice. Perfekt. Das hat zwar nicht allzu viel, aber immerhin, ne? Besser als nichts können wir uns ein paar Fackeln herstellen.
Nice, perfekt. Sand nehmen wir mit. Weil das würde aber ewig dauern, einen Glastunnel durchs Meer zu bauen, um irgendwo rand auf einer Insel rauszukommen. Naja, wie gesagt, wir können ja jede fünfte Folge die Insel verlassen für 10 Minuten. Oder 5 Minuten. 5 Minuten habe ich gesagt, ne? So. Ich hoffe, hier spawnen keine Mobs, Alter. Ich leuchte da oben auf jeden Fall aus. Vielleicht spawnen dann ja ein paar Tiere. Wäre auf jeden Fall schön, dann bin ich nicht mehr so alleine hier. Da kommen 18, 19, 20 Kohle. Okay. Machen wir uns noch ein paar Sticks. Werden wir eh brauchen. So. Jetzt haben wir sogar noch 7 Kohle übrig. Das ist schon mal geil. Schon mal echt ein guter Anfang. Sieht halt einfach geil aus mit dem Shader, ne? Dann können wir nämlich auch unten weiter nach unten buddeln. Och nö. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Ich mach jetzt mal peaceful. Hey, ich hab doch einfach gemacht. Was soll denn der Scheiß? Ich mach friedlich. Weil das ist schon eh schwer genug jetzt zu überleben. Und dann, noch die Mobs. Nee. Das ist echt zu schwer. Das können wir später mal machen, wenn wir mehr Ressourcen haben. Dann werde ich auf jeden Fall die Monster anschalten. Aber spawnen dann die Tiere? Ich weiß es gar nicht. Unser Weizen müssten wir noch ausleuchten. Na, komm, wo ist unser Weizen? Oh, nicht sprinten. Ach so, ja, scheiße, dann regenerieren wir ja aber auch Hunger. Das war jetzt natürlich selten dämlich. Sorry an der Stelle. Hab ich nicht mal dran gedacht. Das heißt, wir lassen es auf einfach. Dann müssen wir halt einfach fighten. Fighten. Ich hab kein Schwert. Dass hier aber Monster spawnen, finde ich echt mega blöd. So, erstmal schön alles ausleuchten hier. Ich habe die Kohle zu spät gefunden. Hätten wir sie früh gefunden, hätten wir vielleicht schon alles ausleuchten können. So. Da auf Sand spawnen die auch nicht, ne? So. Okay. Dann löscht man hier noch ein bisschen aus. So, jetzt dürfte eigentlich hier nichts mehr spawnen. Was ein paar Tiere, hoffe ich. Oh, ein Baum ist schon gewachsen. Ja. Ich sag, hier dürften nichts mehr spawnen und dann kommt so ein Hampelmann. Blöder Hampelmann. Wo ist unser scheiß Feld? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn die Aufnahme jetzt zu arg leckt, mache ich den Shader raus. Dann bringt's ja nichts. Dann sieht es zwar geil aus, aber... Eine Leggy-Aufnahme wollt ihr ja auch nicht sehen. So. War unser scheiß Feld. Ich spring jetzt mal ein bisschen und so. Damit wir einfach wieder... Wir hatten, glaube ich, 2 Hungerbalken verloren. Und da ist unser Feld. Dann leuchte ich hier ein bisschen aus. So. Da noch und da noch und da noch. 19 Fackeln, okay. Nice, sogar noch ein Baum gewachsen. 2 Stück. Und dann kriegen wir neue Setzlinge. Das ist natürlich Premium. Premium. Den nehmen wir auch mit. Dann holen wir uns gleich die Setzlinge wieder. Und pflanzen direkt wieder neue an. Alter, was sind das für riesen Bäume hier, die wachsen? Ist ja heftig. Die Mutantenbäume. So, na, komm. Na, komm. So. Am besten wäre natürlich halt, wenn man an Land geht und findet direkt ein Villager-Dorf. So. Wenn wir mal Bock haben, zu zweites zu machen, also zu zweit auf so einer kleinen Insel überleben, wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Vielleicht mit einem guten Jason zusammen. Wäre auf jeden Fall mega geil. Wenn er darauf Bock hätte. Okay, die Axt ist kaputt. Das Holz schnappen wir uns. Au. Okay, zum Glück haben wir noch ein bisschen Zombiefleisch. Das heißt, wir haben ein bisschen was zu essen. Und das spare ich mir mal, ne? Setzling, Dankeschön. Direkt wieder neu pflanzen.
Hier sind die Setzlinge halt so unglaublich wichtig, ne? Ja. Wie lange geht denn hier die Nacht, Manu? Ich brauche eine Axt, eine neue Axt. Sticks, das machen wir uns hier ein bisschen Holz. Holz. Das gute alte Holz. Zack. Und dann das. Und eine Steinaxt. Weil momentan haben wir ja eh noch kein Ding. Dann machen wir uns hier ein bisschen davon. Nur noch 5 Kohle übrig. Die könnte man gebrauchen. Später, um das Eisen zu schmelzen. Mache ich das Ganze so. Einfach, falls hier ein Mob irgendwo ist, dass ich wenigstens mit der Axt zuhauen kann. Ein Schwert haben wir ja immer noch nicht. Das war das Erste, was wir angefangen haben, war das hier. Genau hier. Jetzt haben wir nämlich auch Fackeln. Nein, die war falsch. Die stellen wir dahin. Und da ist noch mehr Kohle. Nice. Jetzt haben wir gerade Glück, ey. Jetzt läuft's. So, Kohle. Komm, gib mir die Kohle. Jetzt, okay, die erste Folge mache ich jetzt ungefähr 20 Minuten. Bin jetzt eh schon bei 16 Minuten. Aber die anderen Folgen dann so 10 bis 15 Minuten. Da muss einfach reichen. Es kommt dann ja jeden Tag um, sagen wir mal, um 16 Uhr kommen die Folgen dann online. So, na komm. Gib mir deine Kohle. Mal hier noch eine Fackel. So, wir werden jetzt eh hier weiter viel arbeiten müssen. Hoffentlich bis dahin das Weizen fertig. So. Na komm. Dann hier. Eben mal schön eins runterbuddeln. Kann hier eigentlich auch Lava sein? Ich denke schon, ne? Weil ist zwar Wasser außenrum, aber die Insel hat ja einen eigenen Kern. Ihr wisst, was ich meine. Okay, das war's mit der Spitzhacke. Eisen sieht bis jetzt echt mau aus. Ja, so. Da habe ich mich ein bisschen verbaut. So, dann machen wir uns mal... kein Creeper. Dann machen wir uns hier eben mal schnell noch eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke. So, die Steine für... Ja, keine Ahnung, für was wir die brauchen. Nice, wird wieder hell. Fälschen, was machst du? Bleib doch, ich will brauch Essen. Okay, sind ein bisschen schon gewachsen. Zwar nicht allzu viel, aber immerhin ein bisschen. So, wir haben ja noch Zombiefleisch. Da sind wir zwar vergiftet, aber hey Wayne. Zur Not frisst der Teufel Fliegen. Ne? Mal hier ein bisschen reinbuddeln. Vielleicht ist hier noch ein bisschen Eisen oder so. Ich habe echt keine Ahnung. Wie gesagt, ist mein erstes Projekt. Ich hoffe, es gefällt euch. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf gehabt. So. Einfach mal so echt auf einer einsamen Insel ohne irgendwas. Und gucken, wie lange man überlebt. Im Real Life. Wenn man da auch auf einer einsamen Insel überlebt, muss man sich auch Gedanken machen, wie man überlebt. Wo man Wasser, wo man Essen herkriegt. Gut, hier muss man ja kein Wasser trinken. Aber halt essen. So viel Kohle. Kohle ist zwar schön und gut, aber wir bräuchten jetzt einfach auch mal Eisen. So. Umso schneller werden wir halt fertig. So. Hier leuchte ich jetzt nochmal aus, damit man was sieht. So. Na, okay. Hier sind wir runter und buddeln wir einfach hier weiter. So. Ich werde jetzt auch hier die Aufnahme beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit.